Lebensmut, die kleine Joy kämpft weiter. Karriere, Frauen helfen sich in Netzwerken. Und Kalorienbombe, dieser Kuchen fällt aus der Rolle. Seit heute ist klar, die Malteser haben 40.000 Euro gesammelt, damit Joy aus dem Krankenhaus nach Hause, nach Steinfurt kann. Für die Elfjährige muss nach einem Schlaganfall nämlich umgebaut werden. Und wer gerade eine Portion Lebensmut braucht, der sollte sich diese Familie, dieses Mädchen angucken. Geistig völlig klar, der Körper macht nicht mit. Aber das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Noch eine Malaufgabe? Okay. Im Moment, ich bin nicht so schnell. So, 5 mal 5 sind? Hau drauf. Ja, super, 25, sehr gut. Rechnen und Lesen klappt wunderbar, wenn auch ohne Worte. Doch Mara Meyer und ihre Tochter sind ein eingespieltes Team. Joy zeigt deutlich, was sie will. Mit Gesten, mit Lauten. Bis zu ihrem 7. Lebensjahr ist Joy ein gesundes Kind. Dann bricht bei ihr eine Stoffwechselkrankheit aus. Durch diesen Stoffwechseldefekt kann sie Eiweiß nicht abbauen und vergiftet sich quasi selber. Und Ammoniak ist ein Gehirn- und Nervengift. Und wenn Joy halt entgleist ist, hat es sich dann so abgespielt, dass sie erbrochen hat, halluziniert hat, ganz große Pupillen hatte, also uns auch oft nicht erkannt hat. Und wenn es ganz schlimm war, hat sie einfach stundenlang geschrien, manchmal tagelang geschrien. Und dann mussten wir immer in die Uniklinik und dort wurde sie immer sofort entgiftet und war auch immer alles hinterher wieder gut. Ein Schlaganfall verschlimmert die Lage. Joy wird ins künstliche Koma versetzt. Und im künstlichen Koma hat sie dann ein Hirnödem entwickelt, wo sie also eine ganze Nacht notoperiert wurde und die Ärzte eigentlich auch die Operation nicht weiterführen wollten. Wochenlang schwebt Joy zwischen Leben und Tod. Seit Anfang des Jahres ist die Elfjährige in der Frührehabilitation im Clemens-Hospital in Münster. Die Mutter kommt jeden Morgen und bleibt bis zum Nachmittag. Dann löst ihr Mann sie ab. Die 36-Jährige glaubt fest an ihre Tochter. In dieser Nacht, wo Joy diese Notoperation hatte, habe ich einen Schmerz gefühlt, den ich in meinem Leben nicht wieder fühlen möchte. Und dieser Schmerz wich plötzlich einem ganz beruhigenden Gefühl. Als hätte irgendjemand mir die Hand aufgelegt, hätte gesagt, alles wird gut. Und diese Ruhe konnte ich plötzlich auch ausstrahlen, wo auch mein Mann und meine Familie sagten, woher nimmst du diese Gewissheit? Wo ich sagte, nee, das wird gut. Wieder mit den Beinen. Zurück auf der Station. Joy hat Gehtraining mit den Physiotherapeuten. Das ist unser Ziel immer. Der Rollstuhl steht auf dem Flur. Und da laufen wir hin. Und hinstellen. Es sind nur ein paar Meter bis dorthin. Doch es ist ein Riesenfortschritt. Noch vor 4 Wochen hat die Elfjährige weder Arme noch Beine bewegt. Und links. Und rechts. Joy hat jeden Tag 5 Stunden Therapie. Das Mädchen ist eine Kämpferin, sagt die Mutter. Einmal noch, Joy. Einmal noch. Schritt. Schritt. Super. Und gib mir 5. Joy ist für uns ein großes Wunder. Sie schaffte es trotz ihres Zustandes auch vorher schon. Ich meine, jetzt macht sie ja schon ganz viel, aber selbst wo sie noch so gut wie gar nichts konnte, aber wo sie anfing zu lachen, dass sie mit ihrem herzlichen Lachen wirklich die Leute mitzieht, das ist Wahnsinn. Vielleicht wird Joy so stabil, dass man sie für eine Lebertransplantation anmelden kann, um die Stoffwechselerkrankung in den Griff zu bekommen. Und vielleicht geht noch viel mehr. Aber einen neuen Namen kreiert. Auf jeden Fall will sie bald nach Hause. Da muss, wie gesagt, erst umgebaut werden. Handwerker und Architekten verzichten teilweise auf ihr Geld. Die Malteser haben gesammelt, aber es fehlt trotzdem noch ein großer Batzen. Die Eltern hoffen auf mehr Spenden.